Das Wort hat der Kollege Wolfgang Wieland für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Frau Kollegin Jochimsen, die Gysi-Debatte hatten wir hier vor einem halben Jahr. Unvergessen, wie er hier einzog. Deswegen will ich da gar nicht drauf eingehen. Aber Stichwort ans Messer liefern. Jedenfalls hat er vor kurzem vor laufender Fernsehkamera Ihren Geschäftsführer ans Messer geliefert, dass selbst Ihr Parteivorsitzender Biske sich an stalinistische Zeiten erinnern fühlte. So viel dazu. Und ich rede gerne zu Brandenburg. Ich habe diese Aktuelle Stunde, wir haben sie ja nicht beantragt, so verstanden, dass wir auch zu aktuellen Dingen reden. Und dort hat Matthias Platzek, das hätte er lieber nicht tun sollen, die Bildung der rot-roten Regierung überhöht als eine Geste der Versöhnung, als die Heilung eines so wörtlich ungesunden Risses, der 20 Jahre nach der Einheit zunehmend durch die ostdeutsche Gesellschaft sich ziehe. Und dann kam der Nazi-Vergleich. Den erspare ich Ihnen auch nicht. Platzek wörtlich. Die gelungene Demokratisierung, die Westdeutschland nach 1945 sehr zügig zu einem anerkannten Staat untergleichen machte, konnte überhaupt nur unter der Voraussetzung gelingen, dass ehemalige Mitläufer und, wo verantwortbar, selbst Täter des Nationalsozialismus nicht dauerhaft ausgegrenzt blieben, sondern einbezogen wurden. Dass ich das noch erleben durfte, ja, dass eine Rehabilitierung nach dem Vorbild der Bonner Ultras, wie es früher bei Ihnen immer hieß, nach dem Vorbild der Globkes und Oberländers nun auf einmal beispielhaft ist, dass das nicht von uns kommt, nicht von Hubertus Knabe kommt, sondern von Ihrem Koalitionspartner und Sie nicht halb so laut aufgeschrien haben, wie Sie eben aufgeschrien haben, das ist wirklich unglaublich. Oh. Aufgestöhnt haben andere. Zum Beispiel Richard Schröder, der fragte verstört, Versöhnung mit wem? Zitat, dass ein Riss durch die ostdeutsche Gesellschaft gehe, halte ich für eine überdramatisierende Beschreibung. Nach einer Revolution gibt es unvermeidlich Verlierer, nämlich die Privilegierten der Diktatur. Die Position, die sie nur in einer Diktatur haben konnten, konnten sie eben deshalb danach nicht mehr haben. SED-Bezirkschef, Politbüromitglied, solche in Anführungsstriche Verlierer gibt es besonders viele in der Ostlinken. Und natürlich stilisieren sie alle sich als Opfer. Aber auf mein Mitleid warten sie vergeblich. Sie werden auch gar nicht darauf rechnen. So richtig wie fast immer Richard Schröder. An einer Stelle muss man ihn korrigieren. Nicht alle SED-Bezirkschefs fielen tief, manche fielen gar nicht. Heinz Fietze blieb gleich im Kreml sitzen auf seinem alten Arbeitsplatz und war die graue Eminenz in Brandenburg bis zur Wahl. Und jetzt leitet er ihre Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und da, selbst wenn ich es wollte, fiele mir gar kein Nazi-Vergleich ein. Das muss ich Ihnen sagen, da fiele mir gar keiner ein. So, und jetzt sagen Sie hier stolz, na, alle haben doch vorher offengelegt. Herr Nord hat gesagt, er war bei der Stasi, die Fraktionsvorsitzende Kaiser hat gesagt, sie war bei der Stasi, der Innenpolitiker Scharfenberg und so weiter und so fort. Das ist es doch, wissend sehenden Auges hat man dieses Bündnis gemacht. Der Fehler von Platzek war, und das muss man so hart sagen, dass er den Schlussstrich vor der Aufarbeitung ziehen wollte. Das klappt nie, das klappt nirgendwo und das ist krachend hier schiefgegangen. Wir freuen uns, dass nunmehr Brandenburg endlich mit Ulrike Poppe eine Stasi-Landesbeauftragte hat. Wir freuen uns, dass nun eine Enquetekommission diese Merkwürdigkeiten von Anfang der 90er Jahre enthüllen will. Aber noch einmal Heinz Fietze, der hat den schönen Satz gesagt, ich habe keine Berichte für die Stasi geschrieben, ich habe sie bekommen. Und da hat er ja was Wahres gesagt. Die Stasi war Ihr Auftragnehmer, Schild und Schwert Ihrer Partei. Und das müssten Sie endlich klären. Stattdessen geht Ihre designierte Parteivorsitzende Gesine Lötsch zu dieser Vereinigung Initiativgemeinschaft zum Schutz der sozialen Rechte ehemaliger Angehöriger bewaffneter Organe und der Zollverwaltung der DDR, nicht etwa um denen die Meinung zu sagen, nicht etwa um gegen ihren Geschichtsrevisionismus vorzugehen,
sondern um sich dort als heilige Johanna der Altschekisten abfeiern zu lassen. Das ist der Skandal. Und dazu müssen Sie Stellung nehmen. Und dann wollen Sie noch Sarah Wagenknecht zu Ihrer Stellvertreterin machen. Für die war, ich zitiere, die DDR das friedfertigste und menschenfreundlichste Gemeinwesen, das sich die Deutschen im Gesamt ihrer Geschichte bisher geschaffen haben. Erich Honecker gebühre deshalb unser bleibender Respekt. Die Mauer ist für Sie eine Maßnahme zur Grenzbefestigung, die dem lästigen Einwirken des feindlichen Nachbarn ein längst fälliges Ende setzte. An der Mauer wurden selbst Kinder in Ihrem Auftrag erschossen. Und wie menschenfreundlich das Gesicht der DDR war, können Sie hier am besten im Stasi-Knast in Hohenschönhausen sehen, einem Ort völliger Entrechtung und Demütigung. Sie glauben doch nicht, dass Sie mit dieser personellen Aufstellung auch nur als Diskurspartner in Frage kommen, geschweige denn ganz andere bündnismäßige Dinge. Das ist eine Schande. Abschließend. So. Wir haben eine Aufarbeitungsinstanz. Das ist die Bürtler Behörde. Wir müssen sie besser instand setzen, nicht ins Bundesarchiv abschieben. Die geschredderten Akten müssen endlich zusammengesetzt werden. Da sind neue Erkenntnisse zu erwarten. Und es muss für die Zukunft dieser Behörde geplant werden. Ich schließe mit einem Zitat von Marianne Bürtler. Das Ziel der Aufarbeitung ist zunächst, dass die Opfer mit ihrem Schicksal klarkommen und die Täter zu ihrer Verantwortung stehen. Versöhnung ist etwas Zusätzliches. Sie kann sich aus der Auseinandersetzung zwischen Opfern und Tätern ereignen. Sie braucht die Wahrheit und oft auch Zeit. Und sie lebt von der Einsicht der Täter. Diese Einsicht, und das ist die bittere Wahrheit, haben Sie von der Linkspartei bis heute vermissen lassen. Vielen Dank. Für die Unionsfraktion hat nun